Sondern jetzt ganz fix ab in die Küche, aber nicht in irgendeine, denn in Edelrestaurantküchen, da herrscht ein oft unmenschlicher Befehlston. Die Köche gehen auf dem Zahnfleisch, sie arbeiten praktisch rund um die Uhr. So hört man das zumindest immer wieder, aber stimmt das eigentlich auch? Mein Kollege Jan Stremmel hat 3 Tage lang im Top-Restaurant Probe gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Küchenunfall, auch abgehakt. Stopp! Ich hab irrsinnig Bammel, dass ich mir die Hand aufschlitze. Ah, langsam geht's auf den Rücken, muss ich sagen. Ich bin hier mega krass am Rödeln. Das war knapp. 3 Tage arbeitet Galileo-Reporter Jan Stremmel als Küchenhilfe. Und das nicht irgendwo, sondern in einem der Top-Restaurants Münchens. Das Little London ist ein gehobenes Steakhouse. Knapp 40 Angestellte bewirten bis zu 150 Gäste täglich. Hier landet nur das beste Fleisch auf den Tellern. Entsprechend schick sind auch Vorspeisen, Beilagen und Desserts. Das teuerste Steak kostet 160 Euro. Die Ansprüche der Gäste sind hoch. Und der Druck auf Jan groß. Um 14 Uhr heißt es Schichtbeginn. Hallo. Hallo. Hier ist die Küche. Du bist der Jan, oder? Ja. Servus. Grüß dich. Jan muss sich umziehen. In der Küche herrscht eine strenge Kleidervorschrift. Rutschfeste Schuhe, Schürze und Kochjacke sind Pflicht. Noch sind Jans Hände unversehrt. Wie die wohl nach 3 Tagen aussehen? Heute kümmert sich Jan erstmal um die Beilagen. Ich brauche diese 2 Eimer voll mit Kartoffeln. Wie lange habe ich jetzt dafür Zeit? Halbe Stunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Aufgaben sind klar auf 6 Posten verteilt. Der Garde-Manger ist für die Vorspeisen zuständig. Der Entremetier für die Beilagen. Der Griller macht das Fleisch. Der Saucier die Fischgerichte und Soßen. Der Pâtissier die Nachspeisen. Der Pass kommuniziert mit dem Service und richtet an. Schnell wird klar, die Zeitangaben in der Küche sind heftig. Um 17 Uhr öffnet das Restaurant. Bis dahin muss alles vorbereitet sein. Komm schon, rechtes Gas. Okay. Hast du denn noch andere Aufgaben? Ja. Jan gibt alles, aber er bremst den Verkehr. Markus muss mit anpacken. Ich bin schon fast so schnell wie er. Naja, fast. Den Köchen räumt übrigens keiner hinterher. Jeder muss seinen eigenen Arbeitsplatz immer sauber halten. Dann trinke ich jetzt mal was, okay? Ja. Es ist nämlich brutal heiß hier. Man steht so neben einem Ofen und es kommt die ganze Zeit so von links so 200 Grad heiße Luft. So eine Küche ist als Arbeitsort erstmal ganz schön ungewöhnlich, weil es ist eng, es ist heiß, es ist rutschig und man kann sich überall die Hände verbrennen. Jetzt geht's richtig los. Es ist 17 Uhr. Die ersten Gäste kommen. Vorn geht's ruhig und entspannt zu. Hinter den Kulissen heißt es arbeiten im Akkord. 6 Köche stehen täglich in der Küche und halten den Laden auf Trab. Und mittendrin Jan. Es gibt 6 Vorspeisen, knapp 10 Beilagen, Dutzende Fleisch- und Fischgerichte und eine Handvoll Desserts. Jeder Posten sieht die Bestellungen aller Tische auf seinem Monitor. Wie voll dieses Brett hier jetzt ist, ja. Hast du da noch einen Überblick? Ja. Die Köche halten immer Blickkontakt und sprechen sich ab. Vor allem Fleisch und Beilagen müssen sich einander anpassen, damit die Gerichte gleichzeitig fertig sind und heiß zum Gast gelangen. Jan hilft, wo er kann. Immerhin, er ist noch nicht negativ aufgefallen. In den 4 Stunden, die ich jetzt hier bin, hat noch niemand rumgebrüllt. Bin ehrlich gesagt überrascht, wie gut der Umgangston hier ist. Das habe ich mir schlimmer erwartet. Jan wechselt den Posten. Pâtissier Veronika braucht Hilfe beim Nachtisch. Ich finde es sehr angenehm, dass hier bei dir ungefähr 10 Grad weniger Hitze sind. Ja, das ist schon angenehm. Veronikas Schicht fängt zwar später an, geht dafür aber auch gern mal bis Mitternacht. Auch wenn sie ihren eigenen Bereich hat, arbeitet sie immer Hand in Hand mit den Kollegen in der Küche zusammen. Dann kannst du der Küche nach vorne schreien, ein Schokoladentörtchen, die hauen es dann in den Ofen rein. Einfach so brüllen, oder? Ja, sicher. Okay. Ein Schokoladentörtchen, bitte. Das Gute, es gibt nur eine Handvoll Desserts. Jan kommt mit den Arbeitsabläufen besser klar als in der Hauptküche. Allerdings hapert's noch mit der Feinmotorik. Bei mir wird das irgendwie nicht so schön rund. Kann man so jetzt nicht dem Gast geben, oder? Eher nicht, ne?
Ein paar Desserts später klappt's besser. Jan kann sogar schon Kommandos verteilen. Service! Einmal Schokotörtchen für Tisch 47. Natürlich doch. Service bitte? Welcher Tisch? Tisch 22. Dankeschön! Jan dreht noch einmal auf. Und das, obwohl er schon über 8 Stunden auf den Beinen ist. Dieser ganze Stress sorgt dafür, dass die Zeit wirklich vergeht wie im Fluge. Und damit ist es 23 Uhr, Schichtende in der Küche. Jan hat Feierabend. Ich hab's nicht mehr geschafft, noch zu duschen, obwohl ich wirklich krass stinke nach Grill und nach Fett. Aber ich muss jetzt schlafen. Das mache ich morgen. Gute Nacht. Tag Nummer 2. 14 Uhr mittags. Jan auf dem Weg in die Küche. Heute muss er noch mehr Gas geben. Diesmal arbeitet er mit dem Chefkoch zusammen. Hallo. Servus, hi. Ich bin Jan. Ich bin der Dennis, hi. Hi. Auch an Tag 2 heißt es erstmal ran an die Kartoffeln. Darin hat Jan ja inzwischen Erfahrung. Noch singt er. Aber schon kommt die nächste Aufgabe. 30 Schüsseln Salat vorbereiten. Und das, was sonst, so schnell wie möglich. Das klingt in meinen Ohren jetzt ehrlich gesagt schon so ein bisschen nach Stress. Ist es auch. Jeder Fehler kostet Zeit. Und die haben Köche nicht. Jan hat Glück. Dennis Horn ist erstaunlich geduldig für einen Küchenchef. Woher kommt denn das Gerücht, dass es in der Küche so wahnsinnig hart zugeht und dass alle immer rumbrüllen? Ja, weil es so ist. Ich habe noch in Küchen gelernt, wo ich jeden Tag angeschrien worden bin und weinend an der S-Bahn gesessen bin nach 14 Stunden Arbeit und dachte mir, was bin ich eigentlich für ein Versager? 10 bis 12 Stunden Schichten sind Alltag in der Küche. Für Dennis ist Kochen aber Leidenschaft. Ich denke nicht so, scheiße, ich muss wieder 12 Stunden arbeiten, sondern, oh, Alter, ich muss das machen, weil das so geil ist für einen Gast. Man darf es nicht aus Arbeit zählen, weil sonst wird man verrückt. Ja. Dazu haben wir zu schlechte Arbeitszeiten, zu wenig Geld und zu wenig privates Leben. Ja. Das Restaurant hat jeden Tag geöffnet. In Hochphasen arbeiten die Köche auch mal 6 Tage am Stück. Jan kämpft. Kurz nach 4. Noch schnell eine halbe Stunde Pause. Immerhin. Und schon wieder ist es 17 Uhr. Der Service beginnt. Heute steht Jan vorn am Pass. Hier herrscht Hektik. Rund 300 Gerichte wandern jeden Abend über den Tresen. Jans Aufgabe? Er muss die Teller anrichten und darauf achten, dass die Bestellungen vollständig rausgehen und am richtigen Tisch landen. Du musst gleichzeitig hier ein Auge drauf haben und im Hinterkopf wissen, wie lange die Soße schon auf dem Herd steht und dann rechtzeitig runternehmen, umrühren hier. Ja, das musst du im Gefühl haben irgendwann. Also ihr müsst alle schon ganz gute Multitasker sein. Ja. Jan ist mit der Hektik total überfordert. Er hat komplett den Überblick verloren. Für die anderen ist das Alltag, für ihn pures Chaos. Die beiden Sachen bitte noch mitnehmen irgendwohin. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Chefkoch irgendwann mal zum Choleriker wird. Weil wenn der Laden brummt, wenn 10 Tische gleichzeitig essen wollen und die Kellner vorne an der Ausgabe stehen und dich anbetteln, dass du endlich den Teller rausgibst, dann ist der Stressfaktor schon enorm groß. Jan muss auch schon wieder rennen. Großbestellung. Eine Firmenfeier. Jans Aufgabe, 19 Vorspeisen auf einmal anrichten. Er muss sie sputen. 19 hungrige Gäste warten auf ihr Tartar. Und die Kellner warten auf Jan. Mal wieder. Stopp! Das war knapp. Aber alle 19 Vorspeisen rechtzeitig angerichtet. Sehr gut, das fühlt sich super. In den nächsten 4 Stunden steht Jan keine Sekunde still. Er ist komplett eingespannt. Und dann heißt es endlich Feierabend. Den hat er sich auch verdient. Eigentlich ist Jan total erledigt, aber die ungewohnten Arbeitszeiten hinterlassen langsam ihre Spuren. Es ist 2:30 Uhr morgens.
Ich bin seit 2 Stunden inzwischen im Bett, aber ich kann nicht schlafen. Das ist ein ganz klarer Nachteil, wenn man bis spät abends arbeitet. Der Körper ist zwar müde, aber der Geist macht irgendwie noch Party. Damit zählen wir den 3. Tag. Jan konnte zwar ausschlafen, ist aber trotzdem total gerädert. Der 3. Tag wird ihn richtig an seine Grenzen bringen. Denn heute ist er ganz allein für das Personalessen zuständig. Er soll ein Rindercurry aus den Vorräten kochen. 2 Tage arbeitet Jan jetzt schon in der Küche. Hat er genug gelernt. Kurz vor 3. Jan hat 1,5 Stunden Zeit. Um 16:30 ist Pause. 20 Personen müssen satt werden. Schafft er es nicht rechtzeitig, heißt es für diese hungern. Denn um 17 Uhr kommen schon die Gäste. Langsam geht's auf den Rücken, muss ich sagen. Irgendwie. Wohlgemerkt, die anderen kochen das Personalessen normalerweise nebenbei. Zusätzlich zu den alltäglichen Arbeiten. Jan hat nur diese eine Aufgabe und kommt jetzt schon kaum hinterher. Hast du Reis schon gemacht? Reis dauert 1/2 Stunde. Oder gibt's nur das Curry bei dir? Es gibt natürlich auch Reis. Aber du hast kein Wasser, wo er kochen könnte. Ja, verdammt. Low Carb ist eh gesünder. Nee, aber jetzt mal im Ernst, können wir das irgendwie noch überbrücken? Haben wir schon aufgesetzt. Habt ihr? Ihr Schlawiner. Ja. Oh je. Also das mit dem Multitasking klappt noch nicht so ganz. Oh Mann, ich bin hier mega krass am Rödeln. Jan ist zu hektisch. Schaut mehr auf die Uhr als auf den Herd. Und da passiert es. Entschuldigung, Jan. Vor lauter Zeitdruck verbrennt er sich am kochend heißen Fett. Willkommen in der Bruderschaft. So läuft das hier. Mein erster Küchenunfall, auch abgehakt. Aua. Also zimperlich sollte man nicht sein. Also man schneidet sich und man verbrennt sich jeden Tag. Ich zum Beispiel habe nach nur 3 Tagen eine extrem krasse Brandnarbe auf dem Unterarm. Und wenn man sich die Narben der Jungs da mal anguckt, dann sieht man auch, dass das Standard ist. Jan trägt's mit Fassung. Und immerhin, die Schmerzen haben sich gelohnt. Das Personalessen wird rechtzeitig zur Pause fertig. Mein Essen und alle stellen sich hier an. Ich hab das gemacht, ja. Was glaubst du, warum ich hier so stolz stehe? Kurze Verschnaufpause. Auch für Jan. Denn gleich wird's noch mal richtig anstrengend. Jan muss Dutzende Austern öffnen. Die Schale ist scharf, deshalb die Handschuhe. Jan tut sich schwer. Was einfach aussieht, ist ziemlich mühsam. Oh, man muss da so viel Kraft verwenden. Ich habe irrsinnig Bammel, dass ich mir die Hand aufschlitze. Zeit für die 3. Hürde. Jan muss sich noch mal richtig beweisen. Nachdem sein Personalessen so gut ankam, darf er am 3. Tag sogar die Gäste bekochen. Riesengarnelen und Rinderfiletspitzen in Stroganoff-Soße. Und zum ersten Mal geht ein Gericht, das Jan gekocht hat, raus an den Gast. Dann wagt sich Jan an die Königsdisziplin: Grillen. Wenn hier was schief läuft, wird's richtig teuer. Das teuerste Steak kostet um die 160 Euro. Aber Jan macht sich gut. Auch seine Fleischgerichte gehen raus und die Gäste sind zufrieden. Das fühlt sich ziemlich cool an, denn sagen wir es, wie es ist, davor habe ich wirklich nur so Quatsch-Hilfsarbeiten gemacht. Jetzt mal so was richtig Heißes herzustellen, das ist schon advanced. Und damit ist auch der 3. Tag zu Ende. Für Jan ist die Arbeit in der Küche vorbei. Für die anderen heißt es lediglich Feierabend. Die müssen morgen alle wieder ran. Dennis, danke dir. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Alter Schwede, diese Jungs und Mädels hier haben wirklich einen hammerharten Job. Mir wäre das auf Dauer körperlich echt zu heftig. Und meinen nächsten Restaurantbesuch werde ich definitiv mit anderen Augen sehen.